Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf Wolle und Handarbeit. Ich bin die Hani und heute werden wir diese Mosaik-Granny zusammen häkeln. Ich habe ja vorher schon mehrere gehäkelt. Ich will was daraus machen. Wir fangen jetzt an mit der Wolle, die ich jetzt angefangen habe. Es ist eine Mischung aus 50% Baumwolle und 50% Acryl. Es ist sehr weich, es ist so ein bisschen rundlich. Ich kann sehr gut daraus damit arbeiten. Und wir fangen an mit unserem magischen Ring. So, ich arbeite jetzt mein magisches Ring. Ich tue mein Häkelnadel unter die Wolle, dann ziehe ich raus. Und ich arbeite jetzt eine feste Masche. Und das ist mein magisches Ring. Und jetzt muss ich auf dieses magischen Ring, wie bei einer normalen Granny, 4 Gruppen, A3 Stäbchen, getrennt von 3 Luftmaschen voneinander. Also, 3 zum Steigen, erste Stäbchen, 2, 3 Stäbchen, das ist schon mal unsere erste Gruppe, dann 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, dann wieder die 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und wieder 3 Stäbchen. Luftmaschen, wieder 3 Stäbchen, die letzte Gruppe von 3 Stäbchen, und 3 Luftmaschen, und das ist unsere erste Runde. Ich muss hier in diese 3 zum Steigen eine Kettmasche arbeiten. So, und jetzt bewege ich mich mit Kettmaschen bis hier auf diesem Bogen. Und ich arbeite 1, 2, 3 zum Steigen, gilt als erstes Stäbchen. Und jetzt werde ich so eine Ecke arbeiten. Das wird jetzt die Ecke. Und eine Ecke besteht aus 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also auf diesem Bogen werde ich jetzt das arbeiten. Und bis hier ist nichts Außergewöhnliches, es ist gleich wie eine normale Granny. So, die Ecke ist fertig. Dann arbeite ich eine Luftmasche und wieder auf dem Bogen so eine Ecke. Wer noch keine Granny gearbeitet hat, ich habe ein älteres Video, ich glaube ist schon 2 Jahre her, wo ich gezeigt habe, wie man eine Granny arbeitet, und auf meinem Blog wolle-handarbeit.eu unter Anleitungen habe ich jetzt im November oder im Dezember eine Anleitung geschrieben. Also immer eine Ecke zwischen die Ecken, eine Luftmasche. So geht jetzt diese zweite Runde. Ich weiß, viele von euch können bereits eine Granny arbeiten, aber es gibt auch viele, die jetzt gerade anfangen, und deshalb mache ich jetzt so viele Fehler.
eine Ecke getrennt durch eine Luftmasche und wieder eine Ecke. Also drei Stäbchen, zwei und drei, dann drei Luftmaschen. Und wieder eine Luftmasche für zwischen, und jetzt muss ich hier eine Kettmasche arbeiten. Jetzt bewege ich mich wieder bis auf den Bogen, und auf dem Bogen arbeite ich normal eine Ecke, also drei Stäbchen, drei Luftmaschen und jetzt arbeite ich eine Luftmasche für diese zwischen, und hier auf diesem Bogen arbeite ich normal ein Stäbchen. Bei der normalen Granny arbeitest du hier drei Stäbchen. Ich arbeite jetzt ein Stäbchen normal, und dann arbeiten wir ein Doppelstäbchen und Relief. Also bei diesem mittleren Stäbchen gehe ich mit meiner Häkelnadel, ich presse ich nach oben, und dann arbeite ich Reliefstäbchen. Viele kennen bereits Reliefstäbchen, und manchmal ja, erkläre ich so irgendwie blöd. Ich weiß es nicht. Für manche klingt das zu viel, weil sie es bereits kennen. Aber ich hoffe, die, die es noch nicht kennen, es verstehen, was ich meine. Also hier auf dem Bogen kommt ein Stäbchen, kommt dieses Doppelstäbchen und jetzt noch ein Stäbchen. Und jetzt diese Luftmasche. Und das ist unsere erste Relief so. Und eine Luftmasche und jetzt wieder eine Ecke. Bei dieser ersten Runde mit Reliefstäbchen wird man auch nicht so viel merken, aber spätestens wenn ich die Farbe wechsle, also bei der nächsten Runde, wird man schon merken. So, das war die Ecke, die kennt ihr schon, und jetzt arbeite ich wieder auf diese eine Masche. Kommt ein Stäbchen, ein doppeltes Reliefstäbchen, und jetzt wieder die Ecken, also die Ecken gehen so weiter, es kommt nichts Neues bei den Ecken. Also da kann ich ein bisschen schneller sozusagen arbeiten, und dann wieder eine Luftmasche, und dann hier auf diesem Bogen oder auf dieser Luftmasche kommt ein Stäbchen, ein doppeltes, also zweimal den Faden über den Nadel aufladen, dann runtergehen und ein Reliefstäbchen arbeiten. So, und noch ein Stäbchen. Luftmasche und wieder die Ecke. Luftmasche, und jetzt kommt wieder ein Stäbchen, ein doppeltes Reliefstäbchen,
und ein Stäbchen. Dann arbeiten wir die Luftmasche. Wir ketten uns hier bei den Anfang an. Wir machen jetzt eine Kettmasche. Und ich kann ja noch eine machen. Es ist die Ende mit der Farbe Lila. So, jetzt muss ich mit Grün anfangen. Also Farbenwechsel. Und ich kann ja gleich auf die Ecke anfangen, muss ich keine Kettmaschen jetzt arbeiten, weil ich fange jetzt mit einer neuen Farbe. Und man fängt auf den Bogen, also zumindest ich habe auf dem Bogen angefangen, dann drei Luftmaschen zum Steigen und die normale Ecke. Da arbeite ich ein bisschen schneller bei der Ecke, weil es ist immer gleich. Drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt wirst du schon merken, da habe ich wieder so eine Gruppe, also da muss ich wieder ein Relaisstäbchen arbeiten. Ich arbeite auf dieser Luftmasche. Normal ein Stäbchen. Ein doppeltes Reliefstäbchen. Und wieder ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Und hier wieder. Stäbchen. Doppeltes Reliefstäbchen. Und Stäbchen, dann eine Luftmasche und dann wieder diese Ecke. So, und ist mir gerade eingefallen, dass ich euch nicht gezeigt habe, nach dieser Lila, wie es ausschaut. Diese vier Reliefstäbchen kann man schon sehen. Das ist schon ein Muster. Jetzt kommt es mit Lila. Mit Grün. Und man sieht, der Grün geht in der Lila hinein. So, jetzt wieder Luftmasche. Stäbchen. Doppeltes Reliefstäbchen. Luftmasche. Stäbchen. Doppeltes Reliefstäbchen und Stäbchen. Dann die Ecke. So sieht es auch mit die beide. Und wie du schaust, immer mit jeder Runde wird unsere Granny größer und dann fängst du immer von hier mit dieser Reliefstäbchen und natürlich bei der nächsten Reihe zeige ich dir, dann musst du hier arbeiten, deine Reliefstäbchen. Also machen wir jetzt diese Runde fertig.
So, die Runde ist fertig. Jetzt bewege ich mich wieder bis auf den Bogen, um die neue Runde anzufangen. Und arbeite die Ecke. 3 zum Steigen. Und 3 Stäbchen und 3 Luftmaschen. Und wieder eine Luftmasche. Und jetzt bin ich hier. Und wie du siehst, muss ich hier wieder so ein Stäbchen und ein doppeltes Reliefstäbchen arbeiten. Da komme ich wieder bis zum Lila hinunter. Und wieder ein Stäbchen. So, eine Luftmasche und jetzt komme ich hier an, dann arbeite ich wieder Stäbchen und jetzt ein doppeltes Reliefstäbchen und ich hänge mich hier bei dieses Reliefstäbchen an und dann arbeite ich wieder ein normales Stäbchen. In die Ecken musst du immer auf dem mittleren Stäbchen arbeiten und ab jetzt wirst du immer wieder auf einen doppeltes Reliefstäbchen anhängen oder arbeiten. So, wieder eine Luftmasche und hier bin ich wieder bei der Ecke der Vorrunde und dann arbeite ich Stäbchen, doppeltes Reliefstäbchen, aber bei diesem mittleren Stäbchen, den hebe ich auf. Luftmasche und die Ecke. Luftmasche und wieder hier ein Stäbchen, ein doppeltes Reliefstäbchen. Und ein Stäbchen. Luftmasche. Stäbchen. Doppeltes Reliefstäbchen. Stäbchen. Luftmasche. Stäbchen. Doppeltes Reliefstäbchen. Und Stäbchen. Wenn die Farben kannst du dir selber aussuchen, kannst du auch sogar 4 Farben nehmen. Ich habe jetzt 3 Reihen mal 3 Farben genommen und mein Granny ist groß genug. Weil normalerweise für Decken habe ich so 5 Reihen oder 4 Reihen Granny benutzt. So, dann arbeite ich wieder die Ecke. 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen. So, meine Lieben, ich habe mit Grün allein weitergearbeitet, weil ich eigentlich erklärt habe, wie es geht und wie es funktioniert. Jetzt kannst du schon sehen, dass es hier bei den Ecken ein bisschen so hoch geht und hier kommt die Grün nach unten und sie hat so
eine X-Form oder so ungefähr. Und jetzt fangen wir mit Weiß. Ich fange wieder in eine Ecke. Manche machen diese Masche vorher. Ich tue es gleich Nadel rein und dann arbeite ich die Masche. Es ist egal, wie du es tust. Hauptsache, du schaffst es. Also wir arbeiten wieder die Ecke. Drei Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und wieder drei Stäbchen. Die Luftmasche nicht vergessen. Und hier auf dem der erste Bogen oder auf der erste Masche wieder Stäbchen. Doppelstäbchen. Und Stäbchen, Luftmasche, und Stäbchen, Doppelstäbchen, Luftmasche. Stäbchen. Stäbchen, Doppelstäbchen. Und Stäbchen. Und jetzt kommt die Ecke. Ich versuche immer auf die Wolle, auf die, dieses Ende zu arbeiten. Und dann muss man nicht unbedingt mehr nähen. Oder verstecken, weil er bereits mit versteckt ist. Und so sieht es jetzt aus, die erste Runde oder die erste Seite mit Weiß. Machen wir sie zusammen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Grannys, eure Farbkombinationen, eure tolle Werke mit dieser Grannys zeigt. Ich habe ja eine Facebook-Gruppe Wolle und Handarbeit und auf meine Webseite wolle-handarbeit.eu, da gibt es eine Community. Derzeit bin nur ich da und ich würde mich freuen, wenn mehr von euch da kommen und eure Werke postet. Unter Anleitungen findet ihr geschriebene Anleitungen. Unter Videos könnt ihr alle meine Videos finden. Also ich freue mich auf euch. Ich weiß nicht wieso, ich sehe schon, dass ich mittlerweile 3900 Abonnenten habe, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also meine Videos werden quasi angeschaut. Wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann heißt, ihr mögt schon meine Videos. Nur keine traut sich auf meine Webseite zu kommen und mir Bilder zu zeigen von eurer Werke. Das würde mich wirklich, wirklich sehr helfen und
Freuen. So, das ist die zweite Seite. Ich werde jetzt weiter arbeiten ohne Kamera, weil ihr wisst schon bereits, wie es geht. Ich will dir nur hier zeigen oder erklären. Bei meiner letzten Runde habe ich mich entschieden, dass ich normale Gruppen haben will und keine Reliefstifte mehr, weil ich will sie aufeinander häkeln oder miteinander häkeln, zusammen häkeln, und dass die Reliefstäbchen nicht, aber ich glaube, die hätten eh nicht gestört, nur ich habe es so gemacht. Du kannst es auch in deine letzte Runde Reliefstäbchen arbeiten, und du kannst ja zum Beispiel je nach zwei Reihen oder nach jede zwei Runden die Farben wechseln. Oder du kannst sie jetzt, so wie ich jetzt gemacht habe, mit je drei Reihen, drei Farben machen und dann wieder von neu mit lila, grün, weiß oder was für Farbe du dir aussuchst machen. Und du kannst so eine Babydecke machen. Jetzt zeige ich dir, wie auf der linken Seite ausschaut. Hier sind die Stäbchen. Also hier sieht man, dass man die normale Stäbchen gearbeitet hat. Und der Reliefstäbchen ist hier aufgehängt oder angehängt. So, ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Und wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auf meine Seite eure Bilder, die Bilder eurer Werke postet. Und ja, meine Facebook-Seite ist auch da. Ihr könnt auch kommen oder in die Gruppe. Nur, ich habe mir jetzt so die Angewohnheit genommen, dass ich Mitglieder, nicht neue Mitglieder annehme oder Profile auf Facebook, die unter einem Jahr auf Facebook sind oder die keine Bilder haben oder die die Fragen nicht beantworten, weil es gibt so viele Spammer, so viele Kredithaie unterwegs, und ich mag diese Kommentare nicht in meiner Gruppe haben. Also, danke fürs Zuschauen, und ich warte dich auf meiner Seite mit deinen Bildern. Dankeschön. Bis nächstes Mal.